Zuschauer, liebe Pisoten. Heute werde ich euch wieder etwas über Menschen erzählen, die in amerikanischen Nationalparks verschwunden sind. Dafür habe ich eine hier weitgehend unbekannte Geschichte dabei, die aber zum, ich sage einmal, Seemannsgarn der Rocky Mountains und dem Colorado River gehört. Dies ist die Geschichte von Bessie und Glenn Hyde. Bessie und Glenn Hyde waren auf Hochzeitsreise, als sie 1928 verschwanden, während sie versuchten, die Stromschnellen des Colorado River durch den Grand Canyon in Arizona zu passieren. Glenn Roland Hyde, geboren am 9. Dezember 1898, war ein Landwirt aus Twin Falls in Idaho. Bessie Louise Haley, geboren am 29. Dezember 1905, war eine geschiedene Frau aus Parkersburg in West Virginia. Das Paar traf sich 1927 zum ersten Mal auf einem Passagierschiff, das nach Los Angeles, Kalifornien reiste, und heiratete am 10. April 1928, einen Tag, nachdem Bessies Scheidung von ihrem ersten Ehemann abgeschlossen war. Glenn Hyde hatte einige Erfahrungen mit Flussläufen, nachdem er 1926 mit Cap Guleke, einem erfahrenen Flussschiffer, die Flüsse Salmon und Snake in Idaho befahren hatte. Bessie war eher der Neuling. Im Oktober 1928 fuhren die Hydes nach Green River in Utah, wo Hyde sein eigenes Boot baute. Ein 20 Fuß Flachboot, wie es damals von Flussschiffern in Idaho verwendet wurde. Das Paar machte sich am 20. Oktober 1928 als Flitterwochen-Abenteuerreise auf dem Weg in die Schluchten der Flüsse Green und Colorado. Glenn wollte einen neuen Geschwindigkeitsrekord für das Reisen durch den Grand Canyon aufstellen und Bessie sollte als erste dokumentierte Frau, die den Canyon bezwingt, in die Rekordbücher aufgenommen werden. Das Paar traf einige Wochen vor ihrem Verschwinden auf andere Bootsfahrer, die auf dem Colorado River unterwegs waren, und diese sagten, sie hätten das Gefühl gehabt, Bessie wollte umkehren, aber dass Glenn sie drängte, weiterzufahren. Die Reise war mehr als nur Spaß, denn es ging um dringend benötigtes Geld. Sie wurden zuletzt am Sonntag, den 18. November 1928 gesehen, als sie flussabwärts unter Hermit Rapid davonfuhren. Das Paar wanderte den Bright Angel Trail aus dem Canyon, um sich vor ihrer Fahrt noch einmal mit Lebensmitteln zu versorgen. Am Südrand trafen sie auf den Fotografen Emery Kolb, dessen Studio, ihr seht es hier im Hintergrund, sich am Rande des Canyons befand, wo sie auch fotografiert wurden. Dieses Bild ist wirklich ein Foto, das ist das tatsächliche Foto von Emery Kolb, bevor sie dann wieder in den Canyon zurückkehrten und kurz danach verschwanden. Die erste Suche nach dem Paar wurde von Glenns Vater Reef Hyde gestartet, noch bevor das Paar am 6. Dezember 1928 in Needles in Kalifornien als überfällig gemeldet wurde. Am 19. Dezember entdeckte ein Suchflugzeug ihr Flachboot um die Flussmeile 237 herum. Das Boot trieb völlig intakt auf dem Fluss und die Vorräte waren im Inneren noch festgezurrt. Eine Kamera, die von Emery und Ellsworth Kolb, also das der Fotograf von vorher mit seinem Bruder, die auch zu dieser Suchmannschaft gehört haben, die haben jedenfalls eine Kamera aus dem Boot geborgen und diese beinhaltete auch das letzte Foto, welches in der Nähe der Flussmeile 165 wahrscheinlich am oder um den 27. November aufgenommen wurde. Die Suche ergab Beweise dafür, dass das Paar es bis zur Flussmeile 226 Diamond Creek geschafft hatte, wo sie vermutlich ihr Lager aufgeschlagen hatten. Es wurde nie eine Spur der Hyde gefunden. Die Romantik der Geschichte, gepaart mit dem Fehlen schlüssiger Beweise für das Schicksal der Hyde, hat zu einer Reihe von Legenden und Gerüchten geführt. Zum Beispiel 1971 auf einer kommerziellen Bootstour, als die Geschichte von Glenn und Bessie Hyde während eines Lagerfeuerdinners von einem Führer erzählt wurde, behauptete eine ältere Frau, sie sei Bessie, und nachdem sie genug von dem missbräuchlichen Verhalten ihres Mannes während der Reise hatte, erstach sie ihn, während er ein Nickerchen machte, und ließ ihn tot zurück. Sie wanderte aus dem Canyon, weg von ihren Problemen, um ein neues Leben zu beginnen.
Der Führer erzählte von den Behauptungen der Frau und die Forscher untersuchten die Geschichte. Sie stellten fest, dass die Frau, obwohl sie Bessie mit ihren Gesichtszügen und ihrer Größe ähnelte, eine Psychologin im Ruhestand war, die gerne Geschichten erzählte. Und obwohl nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Frau ohne Zweifel nicht Bessie Hyde war, wurde ihre Behauptung zurückgewiesen, wodurch die Legende von dem, was mit den Hydes passiert war, am Leben blieb. Die Frau widerrief diese Geschichte später dann von alleine. 1976 wurden am Rand des Canyons auf dem Grundstück von Emery Kolb, wir haben ihn schon wieder, den Fotografen, der als einer der letzten Menschen die Hydes lebend gesehen hatte, Skelettreste mit einer Kugel im Schädel gefunden. Schließlich ergab eine forensische Untersuchung jedoch, dass das Skelett einem Mann gehörte, der nicht älter als 22 Jahre war und nicht früher als 1972 starb, was Glenn Hyde ausschloss. Und die Leiche, die sie dort gefunden haben, das ist ein Cold Case gewesen und es handelte sich dabei um einen Selbstmörder. Nach dem Tod der berühmten Rafterin Georgie Clark im Mai 1992 gab es einige Spekulationen, dass sie in Wirklichkeit Bessie Hyde war, als Freunde ihre persönlichen Gegenstände durchging. Menschen, die sie seit Jahrzehnten kannten, aber nie in ihr Haus eingeladen worden waren. Als sie sich Clarks persönliche Gegenstände ansahen, erfuhren ihre Freunde, dass ihre Geburtsurkunde darauf hinweist, dass ihr richtiger Name Bessie de Ross war und nicht Georgie Clark oder Georgie White. Also das sind zwei Nachnamen, die sie benutzt hat und diese Nachnamen, die stammen von ihren beiden geschiedenen Ehemännern. Die Neugier ihrer Freunde wurde aber noch größer, als sie die Heiratsurkunde von Glenn und Bessie Hyde sowie eine Pistole in ihrer Dessous-Schublade fanden. Wie Georgie an die Sachen gelangte, hat zu vielen Spekulationen geführt und ob sie nun in Wirklichkeit Bessie war, bleibt weiterhin offen und wird auch gerne in Büchern behandelt, wie zum Beispiel in Brad Dimmocks Sunk Without a Sound. Die wahrscheinlichste, aber auch langweiligste Theorie, meine lieben Zuschauer, besagt, dass Glenn und Bessie versehentlich im Colorado River ertrunken sind. Historikern zufolge war die Meile 232 Rapid 1928 nicht bekannt und wurde somit auch nicht kartiert. Dieser Bereich gilt jedoch als eines der brutalsten Gebiete des Flusses. Es wird spekuliert, dass die Hydes nicht über die entsprechende Ausrüstung verfügten, um dieses Problem zu lösen. Ich finde die Geschichte wirklich sehr schön, sehr ruhig auch, aber wirklich traurig. Und wir werden wohl nie erfahren, was mit den beiden wirklich passiert ist. Für all diejenigen von euch, die sich nach einem romantischen Ende der Geschichte sehen, erzähle ich euch Folgendes. Bessie ist an dieser gefährlichen Stelle in die Stromschnellen gefallen und ihr liebender Mann, Glenn, der ist sofort und ohne zu zögern hinterhergesprungen, um sie zu retten. Eng umschlungen und machtlos gegen die tosende Wassergewalt sind sie ertrunken, aber dadurch sind sie für immer vereint. Ich hoffe, dieses Ende gefällt euch. Wenn ihr einmal zum Grand Canyon reisen solltet, so macht dort auf alle Fälle eine mehrtägige Bootsfahrt mit, denn ihr werdet dort Sachen sehen, die man nur vom Wasser aus sehen kann, wie zum Beispiel Smaragdbecken, versteckte Wasserfälle, eine blühende Fauna, Wildtiere und so weiter. Und wenn ihr dann abends an eurem Anlegeort verweilt, werdet ihr vielleicht das Paar sehen, wie es dort noch in der glücklichen Erinnerung an schöne Tage verweilt. Mit diesen Gedanken entlasse ich euch und wir hören uns beim nächsten Video. Also macht's es gut, euer Peso. Servus.